Einen wunderschönen guten Tag und hey, hey, yo, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Portal 2. Genau. Es ist die erste Aufnahme, die kein Stream ist, seit, ich glaube, ja, 4 Wochen oder so. Ich war sehr lange inaktiv. Ich mache mal die Tastatur richtig hin. Kann ich bis hierher? Ich kann bis hierher. Hört ihr mich noch? Ne, ich hol's noch ein Stück näher an mein Mikrofon. Na, geh mal nach hinten und dann wieder vor ein Stück. So, so. Genau. Und eben heute spielt Portal. Ich weiß nicht, warum mein Mauszeiger schwarz ist. Bei mir auf dem Bildschirm ist er weiß, bei euch schwarz. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Ich kann trotzdem ganz kurz gucken. Game-Aufnahme. Jetzt ist das Spiel pausiert. Mauszeiger aufnehmen. Kann ich das... Upgrade. Nee, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall. Und der lädt die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht was. Wir spielen den Einzelspielermodus. Ich muss kurz hier hinklicken. So, ich bin ich so gut im Bild? Ja. Doch, würde ich sagen. Und dann... Oh, es lädt nicht mehr. Hier will den Einzelspieler. Wir fortsetzen. Challenge muss... Nee, neues Spiel. Genau, ich habe schon ein bisschen was getestet. Also, beziehungsweise habe ich bis zur Teil 3 aufgenommen. Und dann dachte sich die Aufnahme, ja, ich lösche mich jetzt halt mal. Warum auch nicht? Sollte das vielleicht ein bisschen anders machen? Mehr so. Ja, stopp, warte. Gehen wir noch ein Stück dahin. So. Nee. Ich will hier Portal. Hallo? Jetzt stimmt was mit der Maus. Hallo? Guten Morgen. Ah, jetzt. Die Überschlacht dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Okay, dann tue ich das doch. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Ja. Gut. Perfekter Technikstart. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Ja. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Bin ich hier raus? An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das da? Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Ja, das ist schon so. Das kann man so sagen. Das ist cool, ja. Sie sollten sich jetzt Berge. Mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Och man, das war so schön. Kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Ja. Mit E lege ich mich schlafen. Kann ich das von jedem Punkt aus machen? Okay, nein, kann ich nicht. Ich muss wirklich neben Bett stehen. Okay. Hätte ja sein können, dass das Spiel so in der Hinsicht so verbuggt ist, dass man halt... Guten Morgen. Rein. Ihr Hyperschlaf dauert... Das Bett kommt von weiter weg. 9, oh mein 9, Gott, das ist extrem laut. Wie möchten Sie darüber informieren? Stopp. Das Spiel ist ultra laut. Ich hab's gerade erst jetzt gesehen. Tut mir leid. Hallo? Jemand da drin? Ja, ich? Wer bist du? Wheatley. Heute noch? Irgendwann die stimmt Tür das jetzt? Ja, jetzt stimmt das wirklich. Hallo? Kannst du... Nein? Im Hyperschlaf zu kannst du die Tür aufmachen? Fragen. Ja. Komm rein. Ach, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Dankeschön. Nein, beantworte die Frage nicht. Ich die Grafik. Nicht gut. Schaut euch diese Grafik an. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nichts das ist eine so gute Grafik. Oh, und es du ist... könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur wir scheinen warte. Ziemlich lang geschlafen zu haben. Das, der Abdruck von uns ist noch in der Matratze. Oh Gott, jetzt ist es bei mir so laut. Mama ist bei mir noch ein Stück leiser. Ich habe ja hier am Kopfhörer so ein Ding. Hörst du mich? Nee, eigentlich nicht. Ah, der ist hier reingeflogen und jetzt steuert er irgendwas. Ja. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Das wusste ich vorher auch schon. Wenn du unruhig bist, dann bleib dabei.
das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit. Okay, also mit dem Mausrad kann ich rein und rauszoomen. Oder ich drücke das Mausrad. Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Ja, Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Ich spreche jetzt auch so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze. Habt ihr das verstanden? Leute, wie geht's euch? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Hattet ihr heute bis jetzt einen guten Tag? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ganz ehrlich, ich mache mir Sorgen. Und darum deckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Heißt das, die werden bis ihr Leben lang jetzt schlafen? Oh Gott. Warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Nein, ist okay, nicht genug Platz. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ja, du. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Okay, aber der wirkt sympathisch. Ich glaube nicht, dass er wie GLaDOS ist. Unbedingt absprechen. Im Übrigen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst. Warte. Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus. Klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Ja, also, steht da. Mach dich bereit. Ach nee, 500 da unten. Da musst du... Da Gute unten. Nachricht. Das ist keine Andockstation. Da steht 500 feet below, also 500... Ich versuche es jetzt manuell. Fuß, ich weiß nicht, wie viel das ist. Nach unten. Ein bisschen Geduld. Oh, Botanik. Fast das ist Botanik. Nochmal, du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, ja, eine Portigan. Das ist mir schon jetzt. Klar. Boah. Jetzt. Stopp. Im Übrigen, falls ihr das Let's Play von Portal 1 verpasst haben sollt, schaut es euch gerne an. So, jetzt. Kann ich hier raus? Das hätten wir. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Oh Gott. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Steht hier. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Also egal was passiert, Aperture Science wird immer forschen. Merkt euch das. Portal 3 confirmed. Und da merke ich auch schon, dass es ein bisschen laggt. Und das finde ich jetzt ja nicht so gut. Oder? Sehe ich, oder? Wartet. Ich mache immer so. Das ist am besten. Nee, es laggt nicht mehr. Hoffe ich. So, das, also, falls ihr das erste Ding nicht gesehen habt, ich empfehle es euch anzuschauen, falls ihr es nicht anschauen wollt oder nicht angeschaut habt, es gibt Portale und wenn wir da durchgehen, ja, da ist dieses Portal, wo ist das jetzt hin? Da. Und wenn wir durchgehen, kommen wir da raus. Genau. Und eben diese Portale sind die Mechanik vom Spiel. Und das ist ein großartiges Spiel. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, war super. Hier haben wir einen Cubus, also einen Block, den können wir hier draufsetzen. Und dann öffnet sich die Tür. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Und hier ist der neue verbesserte Aufzug. Wunderschön, meiner Meinung nach. Haben sie überarbeitet und man sieht jetzt endlich, wie lange es lädt. Hier unten rechts. Ihr seht die Maus nicht. Das ist schon ein bisschen blöd. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Ah, aua. Überall Zettel. Steht da was Wichtiges drauf? Nee, aber die Grafik ist...
Also ihr müsst bedenken, das ist Portal 2, ich glaube, das kam 2012 oder 2013 raus. Und dafür sieht es schon ziemlich realistisch aus. Okay. Hier kommt ein Portal, hier ist ein Kubus, den nehmen wir mit. Einmal durch die Botanik. Zurück nach draußen. Den Kubus einfach hier stehen lassen, während wir den Knopf drücken. Dann den Kubus hier draufstellen. Zurückgehen, nach vorne sprinten. Nochmal Botanik. Yes. Sieht sehr zweidimensional aus. Naja, aber man kann ja nicht alles haben, Leute. Das sind auch solche Wellenlinien. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Also ganz im Ernst, denen ist komplett egal, was passiert. Hauptsache Aperture Laboratories oder Aperture Science, um genau zu sein. Ich glaube, das ist ein bisschen, ich weiß es nicht. Kann weiter forschen. Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Ein riesengroßer Leoparden-Parrot. Okay. Ich hab Angst. Den habe ich nämlich im Spiel noch nicht gesehen. Ich hoffe auch nicht, dass der kommt oder so. Geschafft. Hallo. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Das sah so tief aus, weil das spiegelt. Oh, das spiegelt ja. Wobei, es spiegelt nicht gut. Ich sehe mich selbst nicht. Ich habe ja nicht mal Beine. Da ist die Portal Gun. So, damit wird die Mechanik gedings. Oh, hier wird eine Geschichte erzählt. Ist das? Ah, ich verstehe. Also. Okay. Wenn ich das richtig deute, dann haben die Wissenschaftler hier, ist das GLaDOS? Irgendwas mit GLaDOS gemacht. Daraufhin ist eine Wissenschaftlerin verrückt geworden und hat alle getötet und außer GLaDOS oder wie? Keine Ahnung. Oh, da ist unser Begleiterkubus mit den Herzchen drauf. Dann wurde uns Kuchen geschenkt und wir kamen. Haben GLaDOS besiegt und sind jetzt Gott. Ich habe keine Ahnung. Ja. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Zack. Jetzt können wir selber dieses Portal schießen. Und das macht Rätsel teilweise schon ziemlich schwer. Ihr seht dann später, was ich meine. Oder ihr habt das erste Let's Play geguckt und wisst schon, was auf uns zukommt. Oder ihr kennt das Spiel allgemein schon, habt es selber schon 10-mal gespielt, weil es ultra gut ist und... Oh, man sieht die Portale ja richtig. War das im ersten Teil auch so, dass das angezeigt wurde? Weil ich kann jetzt hier einfach wieder zurück. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Ah, okay. Es macht es nicht besser. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ja, ich möchte das bitte beanstanden. Mein Handy hier. Ja, hallo? Ist der Aperture Science? Ach, GLaDOS, du bist's. Hi. Ja, also ich wollte mich hier beschweren. Da hat gerade einer deiner Mitarbeiter, der hat gemeint, also deiner Mitarbeiter, du weißt, was ich meine, der hat gemeint, dass eben die Roboter ihre Gesetze haben. Und daraufhin habe ich mir die Gesetze mal durchgelesen, beziehungsweise habe sie jetzt ganz eindeutig hier vor mir liegen. Und ich möchte mich jetzt darüber beschweren, dass diese Roboter mich angegriffen haben. Wie Paragraph 2 Abschnitt 3. GLaDOS hat komplettes Recht über alle Roboter. Ah ja, da steht's. Okay, ich habe nie was gesagt. Ja, schönen Tag noch.
Ja. Tschüss. War einfach GLaDOS da. Wie vielen Zuschauern ist gerade jetzt aufgefallen, dass GLaDOS eigentlich tot ist, weil wir sie besiegt haben? Wieso geht es hier nicht weiter? Weil ich nicht richtig im Aufzug drinne stand. Ich bin ein Profi. Vielen Dank dafür. Das ist immer doof, dass ihr die Maus nicht seht. Ich hoffe, ich krieg das noch irgendwie gelöst. Okay. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Ja. Entweder ist Jazz allgemein gleich, oder kennt ihr die Serie Alf von sonst irgendwann 1990 oder so? Das klang gerade 1 zu 1 wie die Titelmusik, oder nicht 1 zu 1, aber das klang sehr ähnlich wie die Titelmusik von Alf. Din, din, din. Di, 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 din, din, din. Kennt ihr bestimmt. So, so. Oh. Achso, nee. Weg. Und fertig. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Gut. Hä? Achso, wir sind da durchgefallen und kamen deshalb hier wieder raus. Mann, bin ich schlau. Hier geht's weiter. Okay, dann gehen wir die Treppen hoch. Oh, eine Katze. Ja. Das sehe ich aber auch so, Leute. Und wie seht ihr das? Schreibt's gerne in die Kommentare. Okay, ich finde, meine Maus ist ein bisschen sehr wackelig. Sehr schnell eingestellt, aber sie jetzt langsamer zu machen, auf keinen Fall. Ich muss mich auch irgendwie zurechtfinden können. Genau, zack. Nach unten. Ich finde, es lädt sehr häufig, aber da die Ladezeiten echt verkürzt wurden im Gegensatz zum ersten Spiel, kann ich davon absehen. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Ist das zweidimensionales Wasser oder dreidimensional? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Da oben ist Freiheit. Genau, am Ende von Portal 1 wurden wir ja von irgendwas, vermutlich von einem Roboter, so hat sich das zumindest angehört, zurückgezerrt. Und ja. Darüber lässt sich streiten. Und im ersten Teil hatten wir schöne Punkte mitten auf der Linse, dass wir sehen konnten, wo unsere Portale hinfliegen. Jetzt müssen wir das schon selber machen. Och, komm. So, was machst du? Ah, hier kommt ein Kubus. So, und du machst. Ah, okay, ich hab's verstanden. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Die Aufnahmen, die ich gemacht habe, sind schon zu lange her. Achso. Jetzt da drücken. Bam. Ja. Okay, wir haben's. Jetzt können wir den Kubus mit hier hochnehmen. Sehr gut. Ja. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansätze. Ja, ich bin nicht allein. Umgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Ich hab. Ja. Ich hab einen Computer. Wo das RAM schon wieder nicht leuchtet. Wahrscheinlich, weil ich schon wieder das ausgeschalten gestern auch. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Ja, wir können uns immer noch ducken. Die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten. So helfe ihm Gott.
falls die Tests in der Zukunft nicht mehr gelten sollten, dann haben wir ein Problem. Aber warum sollten sich die Gesetze der Physik denn ändern? Nicht runterfallen! Nein! Hab ich... Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation... Da drüben, haben, unter diesem Bild, ist ein Daumen nach oben. Der wird jetzt durchgeballert. Also das war ja Profi hier. Aha, ach, wir haben ja erst ein Portal. Ich dachte, ich könnte jetzt wieder hier dieses typische, wir rennen von der einen Ecke in die andere. Oh, oh. Jetzt müssen wir selber unsere Portale setzen. Und wir müssen da... Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich setze jetzt mal da ein Portal und hüpfe mal hier rein. Bam. Long Jump gibt. Wie kommt man. Ach ja! Das muss mir auch einer sagen, dass das da unten ist. Ich gucke die ganze Zeit halt auf der Höhe. Oh, bin zu weit geflogen. Ich leg den schon mal dahin. Und dann schieße ich mich. Oh, ich habe eine Dose umgeworfen. Es ist auch blöd, dass das genau da steht, wo ich mit der Maus bin. So. Einmal hier rum. Gut. Wir müssen uns von weiter oben schießen. Oh, kriege ich den Speed? Kriege ich den Speed? Ja. Aua. Das tat weh. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Nee, ich sag dazu gar nichts. Es ist Portal, die dürfen das. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Toll. Richmond Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck, ah. Ich bin hier oben. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Hi. Ich bin jetzt Weltheld. Ich komme. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also, nee, nicht, dass du da jetzt kaputt gehst oder so. Wir erwarten doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Ja, ich fange dich. Wie? Auf drei. Bereit? Ich versuch's. Zwei. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also, diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Ich fang nicht auf. Ich... bin nicht tot. Ich lebe noch. Oh, ich kann den gar nicht wegwerfen. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Dort. Ich will dich beeindrucken. Ach da! Ist das da? Na los, schließ mich schon an. Okay. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay. Okay, dreh dich wieder um. Bam. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Seht ihr das? Wir da drauf zulaufen? Kannst du jetzt nicht mehr. Ja, komm mit, Wheatley. Wheatley. Eine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Na gut, wir sind frei, keine Schiene mehr. Wo geht's jetzt lang? Aber oh Gott. Oh nein. Am besten folgen wir der Schiene. Wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Hallo. Er schießt nicht. Ich bin anders. Das ist so cute. Die Turrets sind halt einfach Monster.
Ladezone. Ich dachte gerade, ich hätte wieder irgendwas kaputt gemacht. Hätte ja sein können. Nein, läuft alles gut. Oh, wir sind schon lange auf hier. Ich würde dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ja. Ob Gladys noch lebt, ob wir gleich tot sind oder umgekehrt, ob Gladys tot ist, ob wir lebend durchkommen, sehen wir in der nächsten Folge. Das war's mit der ersten Folge von Portal 2. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.